So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mist Survival. Mist Survival, ich finde immer noch, das hört sich extrem seltsam an. Aber nun gut, wir haben ja eine Feuerstelle, die wir noch nicht anmachen können. Was haben wir denn am Schluss gemacht? Hier haben wir ein Wasserlager. Water Container, wo wir Wasser reinfüllen können zum Lagern, was ja schon mal gut ist. Wir brauchen jedoch noch ein Wassersäuberungsgerät. B ist, glaube ich, craften, genau. Da müssen wir jetzt mal schauen, was das uns an Ressourcen bräuchte. Ja, essen. Hier, Water Purifier. Ein Bucket, okay. Wir haben kein Bucket. 8 Steine haben wir. Firewood kriegen wir auch. Metal Scraps haben wir. Wie können wir ein Bucket? Wo bekommen wir ein Bucket her? Hier ist, by the way, noch ein Combat Knife, okay. Mein Inventar ist wohl voll, jo. Wir haben kein Bucket, soweit ich weiß. Das ist relativ... Was haben wir hier? Munition, die packen wir da mal mit rein. Bisschen Holz. Wie kann ich mir denn jetzt dieses Stiefel anziehen? Equipment. Equipment. Ah, okay, dann muss ich die wahrscheinlich hier reinziehen dann. Wenn ich nicht in dem Modus bin. Equipment. Schuhe, Feet. Jo, nice. 5% Walk Speed Increasing. So, hier haben wir Äste, Crafting Zeug. Wie oft können wir das stacken? Okay, dann sind wir schon voll. Die Blätter packen wir hier noch drauf. Schnüre hier noch mit drauf. Stoff. Ah, das ist jetzt auf den Boden geschmissen. Okay, also es lässt sich wohl nicht weiter stacken, das hier. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall, pack das jetzt mal hier noch dazu. Wir brauchen auf jeden Fall zu trinken. Bandage können wir mal mitnehmen, falls wir unterwegs überfallen werden. Habe ich irgendwo eine Uhr? 16.25 Uhr. Okay. Also es ist jetzt noch tatsächlich noch nicht so spät. Ich weiß nicht genau, wann es dunkel wird. Wir bräuchten einen Topf. Cooking Pot. Moment. Was brauche ich hierfür? Kann ich hier dann den Eimer wegnehmen? Stick. Cooking Pot. Grill Stand. Drying Rack. Eine Mülltonne, okay. Also ich brauche irgendwie diesen Bucket. Moonshine, okay. Okay, krass, hier kann man sich richtige Hütten bauen. Strom kriegen wir später auch noch. So, aber irgendwie... Ich weiß halt jetzt nicht, wie wir uns einen Eimer besorgen können. Ich denke mal, wir haben jetzt noch zu trinken, aber... unbegrenzt lang mit Sicherheit auch nicht mehr. Ich werde jetzt einfach mal hinten weggehen. Wir haben noch einen Moment Zeit, bis die Sonne untergeht, hoffe ich. Weil dann will ich auf jeden Fall in die Bude zurück und auch erstmal gucken, was wir so craften können. Da unten sind Häuser. Das ist nice. Also über die Straße und dann den Berg hoch, dass wir wieder zurückfinden. Ich hoffe, wir kommen hier nachher hoch. Dann müssten wir eigentlich hochkommen, ja. Und dann gucken wir mal, ob wir zufälligerweise... Hier ist ein Auto. Oder waren wir hier schon? Ich brauche auf jeden Fall Cooking Pot. Hier sieht es nach Cooking Pot aus. Wir nehmen auf jeden Fall mal Metall mit. Um gegebenenfalls eben irgendwas damit anzufangen. Aber es wäre doch relativ nice. Sewing Kit können wir mal mitnehmen. Ich weiß es nicht, wie arg wir das brauchen. Shotgun-Munition, okay. Stoffe nehmen wir auch mal mit. Das war der, ja. Ach, ganz unten kann man nicht öffnen wohl. Hier kann man noch öffnen. Mal Pistolen, Munition. Ah, das war die Kiste. Ich habe gerade einen richtigen Schreck bekommen. Wir bräuchten aber einen Topf.
Bumm. Jetzt nochmal Metall, Stoff. Metal Scraps. Steine haben wir auch ums Haus herum genug. Das, da mache ich mir jetzt nicht die Sorgen. Trunk ist leider auch leer. Ist hier noch was? Hier ist ein bisschen Benzin drin. Handschuhe. Nochmal Alkohol und eine Metallbox. Aber leider immer noch kein Topf. So, wie viel Uhr haben wir es jetzt? 16.47 Uhr. Da oben ist unser Haus, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, weil jetzt, wenn dann die Nacht reinbricht, habe ich ehrlich gesagt keine Lust, hier rum zu irren. Ah, okay, hier waren wir schon. Ich denke, hier werden wir jetzt auch nicht den Kochtopf finden, den wir suchen. Hier jetzt nochmal ein Haus. Sieht eigentlich auch ganz nice aus. Könnte ich, glaube ich, auch für mich beanspruchen. Ast. Oder könnte ich nicht für mich beanspruchen, so wie das aussieht. Kann man hier rein irgendwo? Ah doch, könnte ich für mich beanspruchen. Ist natürlich nice mit zwei Stockwerken. Das gleiche Haus wie ich habe mit zwei Stockwerken. Hier haben wir nochmal etwas zu trinken. Lassen wir mal die Shotgun-Munition dafür da. Das Messer brauchen wir, glaube ich, jetzt auch noch nicht so dringend. Wobei, ich würde eher mal das mitnehmen. Und jetzt müssen wir aber langsam achten, wo ich hier hinrenne. Und ich nicht zurückfinde. Okay. Haus wäre nice, hat einen oberen Stock. Blueberries. Oh, die kommen, die könnte ich kurz essen. Kann ich kurz den Baseball-Headbat droppen. Nee, jetzt habe ich es genau da drauf gelegt. Heidenstunde. Okay, Baseball-Bat runter. Berries. Eat. Die geben nicht viel, aber die geben ein bisschen Durst, ein bisschen. Hier ist nochmal was zu essen. Das ist jetzt, glaube ich, am Anfang relativ wichtig, dass wir eben Essen finden und trinken. Was ist das? Ein Leaf? Habe ich keinen Platz jetzt dafür. Gute Frage jetzt, wie wir einen Kochtopf bekommen. Irgendwie schmieden oder sonst irgendwas. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, hier oben ist unsere Hütte. Hier komme ich nicht hin. Ich habe das Gefühl, jetzt wird es schon langsam dunkel. Und die erste Nacht will ich eigentlich nicht im Freien verbringen. Ich werde jetzt hier nochmal schauen, ob ich irgendwo vielleicht einen Kochtopf übersehen habe, auf dem Feuer oder sonst irgendwo. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich hier schon tatsächlich einen irgendwo gesehen habe, den aber stehen lassen habe. Tomatensauce, auch nochmal Tomatensauce. Den ich dann quasi stehen gelassen habe, weil ich gedacht habe, wir brauchen den noch nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ich glaube ganz am Anfang. Passt es noch rein? Nee, das sieht jetzt schlecht aus. Guck mal, Equipment. Wir können Handschuhe anziehen. Clove. Können wir hier nochmal Eisen mitnehmen. Wie gesagt, für die erste Nacht dann zum Craften brauchen wir das Material einfach. Ich glaube, ganz am Anfang, wo wir gespawnt sind, haben wir einen Topf irgendwo gesehen. Aber da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich da jetzt hinlaufen müsste. Und ich denke, wir haben jetzt auch erstmal genug Essen. Hier können wir dann nochmal durchschlendern, wenn es uns richtig dreckig geht und wir kaum noch was zu essen haben und kurz vorm Abnippeln sind. Dann kommen wir hier nochmal vorbei und essen die Tomatensoßen. So, wir gehen jetzt mal hoch, sortieren unsere Sachen. Steine können wir kurzzeitig draußen sammeln. Der Baum ist noch nicht nachgewachsen. Ist hier noch vorne irgendwas? Turn on. Off. Okay, also brauche ich Strom. Dann hätte ich hier sogar eine Beleuchtung. Okay, interessant. Und hier habe ich ein Feuer. Kann ich damit irgendwas machen? Nee, kann nicht interagieren. Es wäre jetzt witzig gewesen, wenn ich da mein Fleisch reinheben könnte. Die Sonne geht jetzt wirklich langsam unter.
Steine brauche ich, glaube ich, nicht. Ist unser Holz noch da? Oder ist es despawned? Ne, ist alles noch da. Okay, krass. Das ist nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, genug gesucht. Wir machen hier mal die Tür zu. Oh, wir haben ein Problem. Wir haben eine 60%ige Chance, das anzuzünden. Optional kann ich da... Was kann ich denn da nehmen? Alkohol? Nee. Was habe ich denn noch für Holzsorten? Kann ich Blätter vielleicht mit reintun? Das wäre jetzt interessant. Federn. Ja, warte mal, die Munition kann ich hier, glaube ich, stacken. Ah, habe ich jetzt keinen Stack, oder? Natürlich. So, die kann ich hier stacken. Jetzt habe ich zwei übrig, okay. Die droppen erstmal auf den Boden. 8 Blätter wollte ich jetzt probieren als Zunder. Können wir Blätter rein? Optional, Tinder. Okay, es geht nicht. Ich weiß jetzt nicht, was man da reinpacken muss. Feder. Ein Ast vielleicht. So als Zwischenfeuer. Optional, okay. Ich habe eine 60%ige Chance, dass es Feuer angeht. Ich habe, glaube ich, nur 2 Streichhölzer, die ich dann dafür im Prinzip riskiere. Okay, warte mal, können wir irgendwo hier Basic Fire? Stick, Metal Scrap, Standing Torch, Barrel Fire kann ich bauen, aber das will ich jetzt eigentlich noch nicht bauen. Ich bräuchte ein Dirt Do-It-Yourself Water Purifier used by Purifying and Safe Water. Ich habe alles bis auf den Eimer. Ich kann, glaube ich, an der Schmiede könnte ich vielleicht einen Eimer herstellen. Wenn ich hier die Workbench herstelle, dann habe ich halt echt viel von meinem Material weg. Hier bräuchte ich nur leere Flaschen und dann kann ich mir Schnaps machen, aber kein Wasser. Hier ist jetzt schon ein bisschen ein Dilemma. Cooking Pot. Wenn ich jetzt hier einen Cooking Pot drüber stelle, dann hätte ich doch einen Cooking Pot, oder nicht? Was kann ich da drin kochen, ist dann die Frage. Ist immer noch nicht dunkel. Habe ich ein Bett? Ich kann auf dem Boden schlafen, glaube ich. Um vielleicht die erste Nacht zu überspringen, weil irgendwie komme ich hier, glaube ich, zu nichts. Ohne dass ich nochmal looten gehe. Ich würde jetzt sagen, ich baue mir jetzt nochmal einen Schrank auf. Brauche ich noch 2 Bretter. Die habe ich wo? Hier. So, bauen. Locker. Hier noch Platz. Komm, die können wir hier ins Eck stellen. Wo ist denn da der Eingang? Hier. Können wir hier so anfangen, die ins Eck zu stellen. Start building. 20 Minuten. Okay. Dann dürfte es jetzt langsam tatsächlich dunkel werden. Ich mache mal die Tür zu. Hier kann ich noch ein paar Sachen ablegen. Wie mal das ganze Metallschrott. Werkzeug. Alkohol. Ich habe es jetzt noch nicht so gut sortiert, aber ich glaube, das ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Can of Fruit. Jetzt muss ich mal rausfinden, wie ich schlafen kann. Schau mal kurz. Option. Key Mapping. Crouch, Flashlight, Interact, Jump, Peak Light, Reload, Shoot, Punch, Show, Inventory, Structure, Crafting.
Crown Sleep oder was? Okay. So, dann lege ich mich jetzt hier mal hin. Genau, da lege ich mich hin. Machen wir 7 Stunden, dann gucken wir mal, wie weit sich alles auflädt. Heard something? Okay. Ich wollte eigentlich weiter schlafen. Ist, glaube ich, nicht sonderlich erholsam. Ich will weiter schlafen. 22 Uhr erst. Oh je, das ging ja gut. Dann machen wir mal 8 Stunden. Sleep. Starving. Jetzt ist 4 Uhr morgens. Okay. Dann esse ich mal hier. Oh, war das laut. Durst und Hunger geht beides hoch. Okay, das ist gut. Can fruit. Dann essen wir das jetzt auch gerade mal noch beides. Ist auch aber gar nicht viel. Also wenn man hier sieht, wie weit das runter geht. So, dann ist jetzt 4.30 Uhr. Ist hier was los draußen? Es wird, glaube ich, schon wieder hell. Spooky, spooky. Okay, ich glaube, wir brauchen da nicht weiter schlafen. Hinten was. Okay, Feuer klimmt, aber kann ich halt nicht anmachen. So, Alkohol, den können wir, glaube ich, mal darüber packen. Dann sortieren wir kurz ein bisschen die Sachen einigermaßen. Trinken haben wir noch etwas. Hunger haben wir auf jeden Fall. Wir haben noch ein bisschen an Stuff zu essen, aber naja, mehr als genug ist es auch nicht. Hier haben wir die Waffen noch, das Klebeband können wir mit rübernehmen. Ob ich es jetzt gerade besser mache mit dem, was ich sortiere, weiß ich auch nicht, aber ja, ich habe hier noch eins dabei, das Klebeband. Stoff brauche ich unterwegs, glaube ich, auch nicht. Ich kann mal den einen Stack mitnehmen. Tue ich lieber die Electronic Parts hier rein. Habe ich hier noch Electronic Parts gehabt? Oder hier? 8,8 sind Max Stacks. Okay, 0 Kilo. Die Äste kann ich vielleicht stacken noch. Stoffe, Metall, Metall. Sewing Kit kann ich auch stacken. Okay. So, dann packen wir das Metall hier noch drauf. Dann habe ich eins übrig. Mir jetzt auch nicht viel gebracht. Den Stock kann ich da noch drauf packen. Metall können wir aber auch unterwegs jetzt nochmal stacken. Von dem her können wir das mal lassen. So, wir brauchen immer noch einen Kochtopf. Gleiches Problem. Grillstand, Cooking Pot. Hier für den Water Purificator. Ich bin mir nicht sicher, ob wir eine Workbench brauchen. Ich vermute fast, wir brauchen eine Workbench. Wie groß ist die denn? Kann ich die irgendwie hier hinten reinpacken? So, das ist einigermaßen. Okay, ich brauche noch Wutz. Metal Scrap und Metall. So, Metall haben wir hier. Dann backen wir mal drauf, was wir haben. So, dann brauche ich noch immer Metall Scraps und Wood. Und es wird immer heller draußen, das ist gut. Hier habe ich noch Baumaterialien. Da bin ich mal gespannt, was wir hiermit machen können. Was fehlt immer noch? Wood, okay. Habe ich hier noch Wood? Ja, ich habe draußen genug Wood, aber ich habe jetzt gedacht, ich habe schon fertiges Wood. Nee, dann brauche ich vermutlich die Säge. Hallo? Jemand da? Stellen wir rein. Ich bin mir noch nicht so sicher, wer hier nachts draußen ist und
was die eben tun. So, wo kann ich denn hier jetzt das Holz nochmal sägen? I. Wood, Firewood, Wood, hier, Craft Time. Also auch wieder 45 Minuten. Ich muss auch essen und trinken, geht noch einigermaßen. So, jetzt habe ich 4 Woods, das sollte dann hier reichen, genau. Ja, perfekt. So, eine perfekte Workbench, Working Queue, Crafting Task, Click Gear to Upgrade. Okay, ich kann Sticks herstellen, ich kann Nails herstellen, das ist gut. Leather, Matches, okay. Toll, dafür brauche ich Charcoal und Branch, okay. Aber ich habe die Hoffnung, wenn ich dann ein Feuer erstelle, dass ich mir quasi aus der Kohle von dem Feuer neue Matches machen kann, dann wäre die 60% Chance schon mal wesentlich besser. Bottle of Water, 2 Liter Craft Time, used for contain water of other liquids. Was, ich brauche 2 mal dieses Eisen für eine Wasserflasche. Bucket, ah, nice. Ich kann mir ein Bucket erstellen, das werde ich jetzt als erstes mal probieren, beziehungsweise, eigentlich gehen wir erstmal los und sammeln uns ein bisschen Zeug zusammen. Beziehungsweise, jetzt machen wir den blöden Topf, machen wir jetzt erstmal fertig. Ich brauche hier das Wasser, das hat mir gebraucht. Ich nehme mal alles mit, damit ich da nicht nochmal rennen muss. Eisen. So. Hier Workbench. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein Bucket brauche ich. Jo. Amount, create yourself. Man kann hier auch übrigens noch später, kriegt man Leute dazu, also Mitbewohner, oder kann man eben in seinem Haus leben lassen und die arbeiten dann für einen, was ich ziemlich krass finde. Also ich bin echt gespannt, wie sich das für uns entwickelt, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Und so, jetzt brauchen wir ein Water Purifier. Firewood, Stone. Stone müssten wir auch noch locker irgendwo rumliegen haben. Oder auch nicht, weil wir es eh vor der Haustür finden. Firewood haben wir hier. Die Säge brauche ich nochmal, um nochmal Holz zu verarbeiten. So, brauchen wir nochmal Wood. 1,5 Stunden. Essen und Trinken geht schon wieder fleißig runter, aber das ist erstmal egal. Jetzt brauchen wir noch ein paar Steine. Und dann hoffe ich, dass wir unsere erste Water Purification Anlage bauen können, um dann eben das Wasserproblem schon mal in den Griff zu bekommen. Fürs Essen müssen wir dann vielleicht auch mal jagen gehen. Ich habe jetzt bisher noch nichts gefunden, was sich jagen lässt. Aber ich bin mir sicher, da wird sich was finden. Stein hier. Ich glaube, 8 Steine brauche ich. Branch nehmen wir auch mal mit, weil da brauche ich dann nachher auch, glaube ich, wieder was. Und dann können wir auch parallel mal ein Feuer machen, um uns ein bisschen Charcoal zu sichern, um uns dann eben direkt wieder Streichhölzer nachproduzieren zu können. Weil das ist meine größte Angst jetzt, dass ich hier versuche, ein Feuer zu machen. Und ich habe dann keine Streichhölzer mehr und brauche dann das Feuer. By the way, wir müssen das, glaube ich, sogar zuerst machen, weil ich glaube, wir brauchen Streichhölzer wiederum, und um Feuer, um das Wasser zu säubern natürlich. Blueberry, das ist nice. Können wir uns auch noch gleich ein bisschen ein paar reinpfeifen, dann kriegen wir ein bisschen Essen zusammen. So, wie viele Steine haben wir? 8 Steine. Okay, aber jetzt schaue ich erstmal. Das ist jetzt halt die Frage. Wir haben ja aber immer noch nichts. Ignite. Komm, wir riskieren das jetzt. Oh, nice. Wir haben Feuer. Wir haben noch einen Versuch. Es hat direkt geklappt. Ich packe direkt nochmal ein Firewood rein. Wie kann ich das denn trennen? Stacken. Split one. So, wobei, komm, Hintergeiz, wir packen erstmal welche rein. 2 Stunden brennt es jetzt und dann hoffe ich, dass wir genug Kohle haben, um uns davon neue Streichhölzer zu machen.
Okay, es geht bergauf. Runch. Ein paar Stöcke. So, und dann können wir jetzt parallel mal gucken. Die essen wir mal direkt alle. Oh, da tut sich aber nicht viel. Dann gucken wir mal, dass wir unser... Ja, ne, warte mal. So, wir lagern das jetzt ein. Den Stock können wir rüberpacken. Den Eimer packen wir hier rein. Die Säge kommt hier ins Werkzeug. Holz können wir hier mit rüberpacken. Ich muss das mal noch ordentlich alles sortieren, aber das müssen wir jetzt nicht direkt machen. Das Feuer brennt jetzt auf jeden Fall 1,5 Stunden. Ich weiß noch nicht, wie leicht oder wie schwer ich das dann wieder danach wieder ankriege. Ich glaube, aus dieser Richtung sind wir tatsächlich gekommen. Kann das sein? Da war, glaube ich, nichts mehr. Ich schaue mal kurz in die Richtung. Versuche, mich nicht zu verlaufen. Aber ich glaube, hier sind wir hergekommen. Ja, ich glaube, hier war nichts in dem Eck, glaube ich. Mit dem Weg hochlaufen. Da ungefähr wohnen wir. War hier noch irgendwas? Okay, ne, dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Was ist hier? Wir hatten den Baum angefällt. War ich das? Unwahrscheinlich, dass ich hier einen Baum fälle. Okay. Sind da noch andere? Sind es NPCs, was hier den Baum anfällen, oder was? Keine Ahnung. Okay, aber das ist krass. Warum sollte ich da hinten den Baum fällen? Ist komplett unlogisch und habe ich auch mit Sicherheit nicht gemacht. So, dann packen wir mal hier rein. Ich möchte jetzt mal gucken, ob wir hier... Ja, okay, wir haben jetzt Charcoal. Sehr nice, sehr nice. Ich würde vielleicht jetzt mal für den Anfang... Ich bin halt ein bisschen paranoid. Ich werfe da nochmal ein Pack mit Feuerholz rein jetzt. Jetzt brauche ich die Säge erstmal wieder. Die Säge. Dass wir auf jeden Fall dann genug... Charcoal haben, um uns weitere Streichhölzer zu machen. So, rein mit dir. Bin ich mal gespannt, wie es sich wirklich... Dann würde ich aber erstmal sagen, wir haben uns Feuer gemacht. Wir sind ein Stückchen weitergekommen. Wir haben die Crafting Bench. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal Aufnahmepause. Ihr gebt natürlich weiterhin Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen möchtet. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.